Meran kam heute Morgen an und er hat so heiß darauf zu nähen. Und das müssen wir dann natürlich umsetzen. Ne? Also das geht ja gar nicht. Nee, nein. Das geht nicht. Also werdet ihr heute sehen, wie Meran näht. Ich drehe mal eben um. So, was macht ihr denn? Soll ich erzählen? Ja, mach mal. Also wir haben ja an dem T-Shirt weitergearbeitet. Das Bündchen habe ich ein bisschen zu groß gesagt. Das müssen wir jetzt bearbeiten. Dann wird Meran das erste Mal fuschen lernen. Oh, Meran. Ich bin bereit. Also das ist schade, dass die letzten Tage waren zu Hause kinderkrank und so weiter. Ich habe weniger Zeit gegeben. Aber es freut mich riesig, dass Anna da ist und dass ich heute 3, 4, 5 Stunden mit sie verbringen kann. Also macht euch auf einen langen Tag. Ja, also wir haben viel geplant, ja? Dafür danke ich schon erste Mal. Sehr gerne. Ja, und dann wollen wir noch den Armausschnitt covern und die Länge, also ja. Ne, covern. Also dass das Shirt dann komplett fertig ist. Genau. Und wenn wir dann noch Lust haben, und davon gehe ich mal aus, gibt es vielleicht noch eine zweite Runde. Zweite Runde heißt, wir gehen zusammen shoppen. Genau. Ja. Suchen zusammen Stoff. Und dann schneide ich das und das. Weil das ist schon 3, 4 Monate her. Ich habe das genäht oder zugeschnitten. Und waren auch viele Hände. Also Svenja, dann Manu und dann jetzt bist du hier. Und dann natürlich ja. So, dann ein Projekt, eine Person kriegen wir vielleicht hin. Nein? Ja. Ja. Wir arbeiten dran. Ja. Aber ja, so. So, das okay, ist ja. Refresh machen. Ja, dann genau. Und ich muss ja sagen, du hast ein tolles T-Shirt. Also ja, ich muss das nochmal sagen. Dreh dich nochmal um. Diese tolle Frau hat ja. Das genäht für mich. Oh, sehr, sehr cool. Richtig ja. Schick. Ja, das ist ja. Echt ich muss mal eben kurz zwischenwerfen. Die Kommentare sehe ich noch nicht am Handy. Ich muss gleich darüber zum Laptop und da sehe ich eure Kommentare. Also nicht wundern, falls ich nicht direkt auf eure Fragen antworte. Genau. So. Wir zwei gehen jetzt an die Maschine. Wir gehen an die Maschine. Und setzen dann mal. Ja. Meine Frage, warum kann man nicht sehen? Ja, wissen wir nicht. Also ich nicht. Also, okay. Nee, also. Solltest du das mal kurz überziehen, damit ich weiß, wie viel mitnehmen müssen. Ja. Sonst, warte mal ran. So. Sonst ist hier immer Kommentare, wisch mal hin und links und rechts, kannst du gerne machen. Guck hier, aber wischen. Ganz kurz. Ja, nimm mal. Wenn ich bin gleich weg ist, ich bin dann ist Meran schuld. Genau, du kannst eigentlich immer wischen, aber da wird dir sonst immer angezeigt, aber. Vielleicht liegt das am Handy. Mit dem, jetzt haben wir Anna. Okay. Und das war sonst immer da angezeigt. Aber das hatten wir beim Suvent auch schon das Problem. Okay, das können wir mal testen nachher. Ja. So, mit machen wir. Handy. Okay. So. An die Nähmaschine wollt ihr? Ja, man zieht jetzt erstmal das T-Shirt kurz an, damit wir wissen, wie viel wir wegstecken müssen. Ja. So, ich mache mal. Ja, na klar. Ich. Wundert euch nicht, so ich habe gerade das ins Stativ getan, das Handy, damit ich gleich eure Kommentare suchen kann. So, da ist er. Oder kannst du mein Handy nehmen? Das ist ja, ich nehme, so. Hab gleich Laptop, na, alles gut. Hier sieht man schon, dass das ziemlich locker sitzt. Man könnte es auch als Design so lassen, einfach so ein bisschen als Stehbündchen. Ne? Aber wir können es auch noch mal ein bisschen enger machen. Sandra, wenn du gleich die Kommentare siehst, ja. Könntest du mal gucken, was die Mädels dazu schreiben, ob die finden, dass wir es enger machen müssen. Steck mal eine Seite. Oder ob wir es stehen lassen. Ja, da könnt ihr gerne mal kommentieren. Sollen wir das enger machen oder stehen lassen? Also ich weiß meine Antwort, aber mal gucken, was ihr schreibt. So, dann genau. Setze ich euch mal eben an die Maschine hier. Huch. So. Ihr dürft mal eben Maschine gucken. Richtet euch mal ein. Ich gucke nach den Kommentaren. So, hier kommt. Ach, da siehst du schon. Kann man sehen. Enger machen, enger. Ja, hab ich mir gedacht. Ich finde das auch enger, schöner. Ja. Okay, dann kannst du es wieder ausziehen. Ja. Und das einfach anziehen. Du kannst mein Handy nehmen, da kannst du wieder ließen. Okay. Dann guten Morgen, wieder rausdrängen und das Bündchen enger machen. Das wollten wir ja gerade nicht. Ja. Genau, also ich finde auch. Also ich habe jetzt hier das Handy von Meran. Das ist sehr gut. Dankeschön. Enger machen, ich würde es auch enger machen. Definitiv. So. Und da Meran nicht trennen wollte,
Machen wir es jetzt einfach nur enger. Genau, Meran hat immer Trenner und Auftrenner, das ist immer ganz gefährlich. Bitte schön. Und normalerweise würden wir definitiv auch enger machen, natürlich, wenn wir zu Hause wären. Aber es euch passiert das ja auch und ihr habt vielleicht mal nicht die Möglichkeit, was aufzutrennen, neu zu machen, weil euch Stoff fehlt oder. Und dann zeigen wir euch jetzt einfach mal, wie man das dann doch retten kann, ohne das aufzumachen. Ne? Also deswegen ist es jetzt nicht, dass wir sonst das nicht machen würden. So. So, ich habe ja jetzt hier oben abgesteckt. Das ist ungefähr, ja, ungefähr Metermaß. Moment. Guten Morgen. Männer, die nähen können, sind sexy. Ja. 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 So. Guck mal, das sind... Ja, ich kann aber noch nicht nähen. Also guck, ich mal, bin auf diese Reise, sexy zu nähen. Das sind 2 Zentimeter, die ich oben abgesteckt habe. Ja, das ja ist ein Maß, das du dir merken musst. Ne? So. Und ich muss das ja jetzt andersrum legen. Damit, also ich fühle mich so, dass ich sitze im Examination Hall. Wie sagst du das? In der Prüfung. Nee, du bist nicht in der Prüfung, du bist ja einfach nur in der Übung. Ja. Exercising. Exercising. Sozusagen. Hat Meran Hitze? Ja, wir haben uns auch schon gewundert, dass er hier, aber ihm ist noch warm. Normalerweise nicht. Normalerweise hat er keine Hitze, aber noch hat er. Jetzt haben wir hier die 2 Zentimeter abgesteckt. Und das wird jetzt von hier bis da runtergenäht. Ja. Von da bis da. Ich stecke die andere Seite gleich mit, beziehungsweise ich stecke sie jetzt mal bitte selber. Du hast ja, ja auch 2 Zentimeter, ne? Ja, genau. Du fängst in der Ecke der Naht an, und zwar ja hier bei der Schulternaht. Warte mal. Ja. Die machst du dir schön. Rein theoretisch müsste man da 3 Stiche trennen, aber auch das lassen wir jetzt mal sein. Du fängst in der Ecke an. Ja, 2 Zentimeter nach. Mit meine Stecknadel. Und die steckst du da ein und machst die Spitze zu mir. Genau. Und die zweite auch. Und dann gucken wir mal, ob du 2 Zentimeter oben getroffen hast. Also unten einfach oben hier, ja, in der Verlängerung. Nee, nee, nee. Hier in der Verlängerung. So. Da ist die Nadel und hier steckst du wieder ein nach oben. So. Meran sieht nervös aus. Ja. Meran okay ist immer nervös. Aber was ist das für ein Grund? Das ist eine Linie. Ah, ja. Das ist diese Linie, nähst du gleich. Ja. Und jetzt guckst du nochmal, ob wir denn die 2 Zentimeter getroffen haben. Und das sieht ein bisschen mehr aus. Guck mal. Ja. Kann man das vorher vielleicht mit Kreide markieren, ja, und dann? Das können wir auch. Ich gehe ja, von Meran ist immer nervös, wenn er nähen muss. Also das ist, am Anfang ist es immer noch so, aber das wird ja alles nach und nach besser. Und ja, Anna hat den tollen Galaxy-Pulli an. Da haben wir gestern gezeigt, wie sie die Kapuze gemacht hat. Und meinen, ich sehe jetzt nicht, was ihr seht, aber den haben wir ja auch, ich auch noch mal in Detail gezeigt am Mittwoch. Das kommt aber alles noch bei YouTube rein, genauso wie das von heute natürlich. Das wäre doch ganz lieb, Anna. Ich verstehe nicht, wo hat Anna so viel Energie? Was machst du? Du bist doch dabei. Du, wir haben abends ein schönes Ritual. Was machst du? Sonnenschutz von innen zum Beispiel. Ah, okay. Also ein kleines Säckchen abends. Ah, und einfach nur gemütlich zusammensitzen. Ich glaube, das gibt schon Energie genug. Oder, Anna? Da kommt er. Ja. Das ist total schön. Und wir streiten uns auch nicht. Ja. Nee. So. Das ist aber selten. Das sind 2 Zentimeter. Also ihr streitet nie? Wir streiten nicht. Nee. Wir streiten nicht. Wir hatten noch nie einen Grund zu streiten. Genau. Jetzt malst du einfach da runter. Patricia, muss später noch shoppen gehen. Eigentlich wollte ich nicht. Aber ich glaube, das habe ich schon öfters gehört jetzt. Und dann kannst du einfach nur eine Nadel stecken. So, jetzt hast du das angemalt. Ja. Wobei. Und oben kommt dieses. Ne, dann lassen wir jetzt dann die oben eine. Ne? Ja, okay. Ja, wir gucken jetzt nochmal gerade. Ja. Genau. Und dann kannst du das auf der anderen Seite, da kannst du es einfach jetzt so nähen, oder? Oder möchtest du es auch anmalen? Nein, ich fange hier an. Fang auf der Seite an, genau. Du legst es jetzt unter die Maschine, dass die Nadel... Warum nimmst du denn die Nadel jetzt schon raus? Ich dachte, wir nähen. Ja, aber du musst doch eine
eine Richtung haben. Und wenn du die jetzt rausnimmst und verdrehst den Stoff ein bisschen, hast du eine unterschiedliche Entfernung. Okay. Ich war zu schnell. Wenn du die Nähnadel drin hast, in dem Stoff an der Stelle, dann kannst du die Nadel rausnehmen. Aber vorher bitte nicht. Ja, okay. Das verschiebt sich sonst ganz schnell, das stimmt. Genau. Ja. Okay. Ja. Der Meran hat übrigens auch schon Stoff nachbestellt, ne? Den Galaxy-Stoff. Ich habe nachbestellt, dieses Schwarz mit Punkte, das habe ich nachbestellt. Ja, ja, den ich aber gestern anhatte. Aber das, was Anna anhat, das ist ausverkauft. Das ist schwierig wieder zu bekommen. Ja. In 3 Wochen wieder. Ja. So, Anna, ein bisschen helfen da. Ja, bitte. Also, du ziehst es jetzt hier runter und du hast die Nadel dann praktisch genau in dieser Nase hier. Ah, ja. Dann hast du die Mitte. Und dann drückst du einmal auf den Fußanlasser, damit... Die hat doch keinen Dings jetzt zum Runternehmen. Nee, entweder den Knopf hier. Ja. Oder den Fußanlasser drücken. Genau. So. Und jetzt müsstest du aber noch mal ein bisschen mal korrigieren. Hoch. Ja, mach noch mal hoch. So, jetzt noch mal runter. Guck mal, jetzt bist du ziemlich auf der Nadel. Ja. Und jetzt könntest du 2 Stiche vor, 2 Stiche zurück. Die vernäht nicht automatisch am Anfang, oder? Ist doch am Anfang. Okay, dann kannst du jetzt loslegen. Die soll ich ja, jetzt kannst du sie rausnehmen. Anna, ich hoffe, es ist alles ist nicht gut. So viel Arbeit für dich. Ah, alles gut. Ja. Ich gebe ja auch Nähkurse für Anfänger. Dann muss das einfach die Zeit bringen. Ja. So, jetzt ist... Oh, ich habe was gemacht. Ja, ich hole dir ein Taschentuch. Ich habe was gemacht. Warte. Oh nein, wie hast du das denn geschafft? Ich glaube, das ist die Nadel. Nee, das ist hier auf meinen Lippen. Ach, hast du... Dann geh mal schnell. Da kommt das. Ich muss die Hände waschen. Ich habe die nicht. Ah, alles gut hier. Blut und Schweiß macht er hier schon. Sandra, gibt es den Stoff von deinem Shirt nicht im Shop? Ulrike, der war schon im Shop, der ist aber schon nachbestellt hier. Und wir haben den noch in anderen Farben. Aber wir haben ja seit Mitternacht schon unseren Super Sale. Das heißt, der kann schon ausverkauft sein. Und der ist dann wahrscheinlich auch schon ausverkauft. Aber Meran hat gesagt, er hat diesen Stoff nochmal nachbestellt. Der kommt dann halt nochmal. Aber jetzt, wie gesagt, zum jetzigen Sale dann wahrscheinlich nicht. Sandra, dein Pulli ist auch super schön geworden. Gut, dass ich den Stoff hier habe. Sehr gut, ja. Oh nein, auch noch verletzt. Ja, aber das ist nicht schlimm. Alles gut. So. Annas Brille passt. Hammer, ja. Wollt ihr noch mal gucken? Das passt natürlich perfekt. 1A. Ja. Als wenn ich sie dafür mitgebracht hätte, ne? Das ist wirklich Hammer. Ja. So, einmal sorry. Alles gut. Svenja ist da. Hallo, Svenja. So. Hallo, Meran, deine Frau ist da. So, okay. So, ich passe auf. Ja. Ich will nur gucken, ob alles gut ist. Meran, wir gucken dir nicht auf die Finger. Es sind nur 52 Leute plus wir zwei. Guck mal, die geht nicht rein. Ja, mach mal weiter. Die vernäht ja erst und deswegen... Ah, okay. Und du musst ein bisschen vorne in die Ecke nähen, ne? Ja. Okay. Ich versuche. Na ja. Wenn alle Stücke reißen, musst du doch trennen. Ich bin aber verletzt. Oh, also alle eine Runde Mitleid. So, stopp. Und jetzt bitte rückwärts, da. 2. Ich muss erst einmal meinen gucken. Okay, sorry. So, einmal zurück. Hier. Ich habe, glaube ich, schon gedrückt. Probier mal. Nee, da unten ist der Knopf. Guck mal da. Ach. Ah, da unten. Jetzt ist dann leuchtet okay. Das, genau. Wir sind so weit weg mit Touchscreen. Ja, Anna. Okay. Rein, so, und jetzt wieder nochmal drücken den Knopf und nochmal vorwärts nähen. Gut. Ja. Jetzt musst du nochmal nähen. So, und jetzt kannst du das Füßchen hochmachen, das rausziehen. Es ist übrigens das erste Mal, dass Meran überhaupt an dieser Maschine sitzt. Wir haben da keine Einweisung gemacht.
So, und jetzt gucken wir uns das ein Ergebnis mal an. Das ist nicht so schlimm, das machen wir nachher. Ist das deine Schere? Ja. Und guck mal, das sieht so aus, als wenn es genau in die Verlängerung, ja, in der, ja, Verlängerung sein müsste. Und damit können, ja, wir das sehr zufrieden sein. Das ist sein. Doch super. Und dann machen wir hinterher, es ist so, wenn wir fertig sind, nähen wir das hier unten mit zwei Stichen, zwei Handstichen an und dann sieht das auch so aus, als wenn es gewollt wäre. Ne? Ich dachte, ich schneiden. Nee, wir schneiden das nicht ab. Nö, dann ist es ja wieder offen, ne? Jetzt kannst du das gleiche auf der anderen Seite machen. Ja, mal hoch. Ist schon hoch. Ist oben, genau. Und jetzt in dem Fall gehst du einfach da drunter, mach mal runter, guck mal, sind wir in der Linie, noch nicht ganz. Nee. Das ist von der Seite immer, ja, schwierig jetzt zu sehen. Ja, genau, dann nehme ich die Nadel raus und du weißt, dass du bis hierhin nähen musst. Ja, ja. Ich glaube, Meran kann damit gut umgehen. Machen wir dich nervös? Nein, ich bin selten nervös. Ja. Ihr braucht noch eine Kategorie im Shop. Annas Brillengestell-Tipps passend zum Stoff. Könnt ihr haben. Aber ihr könnt auch einfach nur meine Bilder angucken, dann wisst ihr auch, was man wozu tragen kann. Aber ihr könnt das auch selber. Man muss sich einfach nur ein bisschen trauen. Das stimmt. So, jetzt gehen wir zurück. Genau. Mhm. Und wie viel zurück? Zwei, drei? Zwei, drei Stiche. Reicht schon. So, und jetzt Füße. Ist es bis zu Ende genäht? Ja. Ja. Halt, die Nadel ist nach unten. Halt. Da. Den Druck. Da geht die Nadel hoch. Okay. Stopp, 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 stopp. Füße raus. Fuß hoch. Du hast ja den Fuß hoch gemacht. Nee. Ah, okay, ja, sorry. Also schneiden. Ja. So. Ja, natürlich. Er braucht einfach nur Übung und die Zeit zum Nähen fehlt Mera natürlich auch. Das ist, ja, auf jeden Fall ganz klar. Können wir mitleben, ne? Ja, oh ja, das sieht Profi. Doch echt gut aus. Und das, daran seht ihr auch, dass es eine super Lösung ist, um was zu retten. Ihr müsst nicht sofort auftrennen. Es passt so 1A. So. Mega, mega toll. Soll ich ja mal anziehen? Dann zieh's mal an. Ja, natürlich. Ja, bitte. Und dieses Mal fragen wir Zuschauer nicht. Ach. Hier, Svenja schreibt, ja, hallo Papa. Ja. Na, wer schreibt das wohl? Bestimmt nicht Svenja selbst. Das ist Mikko. Ja. Hallo Mikko. So, aber das ist wirklich eine super Lösung, um das dann auch mal zu retten, ne? Also ihr seht, das war jetzt eigentlich ganz schnell, weil manchmal hat man ja auch, man hat dann einfach keine Zeit, weil man auf den letzten Drücker natürlich was genäht hat. Und wenn man dann das so ändern kann, ein ganz einfach, ist doch perfekt. Ist doch wirklich super. So. Meran macht das super, ist doch super gelöst. Genau, finde ich auch so. Warte, ich wandere mal eben rum. Anna kann gleich mal erzählen, wie viele Brillen sie hat. So, jetzt. Gibt's keine. Und ich habe mehr Brillen als Schuhe. Mehr Brillen als Schuhe. Ich habe mehr Brillen als Schuhe. Ja. Aber es gibt auch die Brillen, die bleiben um die Ecke. Die kommen nie vor. Oder ja, ich habe auch Brillen, die sehr alt sind, ja, mit denen ich nicht mehr so super gucken kann. Aber die habe ich halt trotzdem im Sortiment. Ich habe so, ich sag mal so 10, 12 Brillen, die ich wechsle. Also eigentlich so kann ich 14 Tage jeden Tag eine andere Brille aufsetzen. Ja. Das ist doch cool. Aber das ist die Sendung über Jahre. Ja, die älteste Brille, die ich jetzt im Moment mit habe, ist tatsächlich 7 Jahre alt. Aber mit der kann ich noch gucken. Also von daher gesehen, ja, machen wir das. Sehr gut. Ja. So, dann guck mal. Mikosch hat gesagt, er ist da. Ja. Also ich finde, so sieht das schon ganz schön aus. Ja. Hier diese kleine Beule mache ich nachher noch so weg. Ja, aber das sieht schon viel, ne, viel besser aus. Ja. Ja. Da könnte man, wie würdest du die Beule jetzt wegmachen? Ich muss mir das von innen angucken. Es kann sein, dass ich dann nur ein kleines bisschen wegschneiden muss, dass sich das schön hinlegt. Ja, also und quasi, dass man einmal so diese Linie hier einmal so durchgeht, ne? Genau, ja. Okay. Ja, genau. Ey. So, ich brauche ein Spiegel, dass ich auch verstehe, wo du warst. Ja, komm, gehen. Da vorne ist doch ein Spiegel. Ja, ich hole das. Nee, wir kommen mit. Ich hole mit. Ja, ach, komm. Lass uns doch ein bisschen gehen. Ne, siehst du hier diese, ja, kleine Beule da? Ja, ja, ja. Ne, dann muss ich wahrscheinlich einfach nur ein bisschen von dieser Oberlocknaht wegschneiden. Ja. Und dann dürfte das schon passen. Ja. Das sieht doch echt gut aus. Ja. Gut, dann machen wir jetzt eine Oberlock-Einweisung. Oder eine Cover-Einweisung.
Liegt wirklich im Stoff, okay. Ich dachte, in meinem Unterhemd. Nee, okay. Das war der Stoff. Gut. Okay, okay, dann kannst du dich wieder umziehen. Ja. Und, dann machen wir. Sehr schön geworden. Und jetzt hat Anna sogar die passende Brille zur Nähmaschine. Das passte. Ja, das passt. Wer schaut schon auf die Schuhe? Ich habe auch definitiv mehr Brillen. Na, siehste. Die Schuhe müssen bequem sein. Das ist immer das große Problem, dass ich einfach bequeme Schuhe brauche. Ja. Mit denen ich auch den ganzen Tag rumlaufen kann. Das stimmt. So, wo geht ihr jetzt hin? Und welche? Jetzt hier an die Cover. Okay. Jetzt machen wir die erste Covernaht. Hab ich mal. Manu war einmal hier und hat einmal die Einweisung gemacht, ja, ne? Ja, ja. Also ich muss ja sagen, ich hab ja die BLCS. Die ist ein bisschen kleiner als die Euphoria. Die hat hier an der Seite einen kleineren Durchlass. Das finde ich sehr schön bei der Euphoria. Und was ich auch super finde, ist der Nadeleinfädler. Ja, da war sie sehr begeistert. Oh. Ich muss mal eben einmal die Lampe ein bisschen umstellen. Du nimmst den. Mit Arme? Nee, wir fangen jetzt mal an mit Üben. Wir fangen mit Üben an. Magst du mir mal eben das Handy einmal rübergeben? Dann kann ich das hier hinlegen. Ja, ich meine, danke. Von Arm oder von unten oder von Üben von da. Ach nee, zu der Pfaffnähmaschine. Ja, das stimmt. Die ist ja auch lila, das passt, klar. Also, wenn du jetzt den Stoff hier drunter legst, wir arbeiten jetzt mal ohne Müffelstück. Das brauchen wir nämlich bei dem Rundcover nicht. Kannst du hier an der Seite den Hebel runter machen. Ne? So. Und jetzt kannst du einfach mal auf das Pedal treten und mal ein bisschen laufen lassen. Toll. Stopp. Lass los. Einfach loslassen. Jetzt gehen wir hin und machen den Hebel hoch, drehen die Nadeln einmal ganz hoch und ein bisschen wieder runter. Und ich nehme zum Rausnehmen immer gerne dieses Ding hier. Geh unten drunter, zieh den Stoff, die Fäden nach vorne. Schneid das einmal ab. Zieh das nach hinten weg und kann den Unterfaden abschneiden. Und nice. So sieht die Cover aus. Mhm. Es gibt bestimmt Möglichkeiten, das noch ein bisschen besser einzustellen, aber ich finde das schon ganz gut so. Mhm. Und so würde ich jetzt auch den unteren Saum covern. Da machen wir jetzt eine kleine Vorbereitung zu. Was ist ein T-Shirt? Schieben wir die Maschine mal gerade zurück. Wir müssen ja wissen, wo wir nähen müssen. Das reicht. So. Willst du mit dem Arm anfangen? Wie du möchtest. Mir auch egal. Aber am besten ist vielleicht unten. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht wegen, weil die Strecke dann nicht so eng ist, ne? Ja. Genau. Und jetzt kommt wieder der Monk. Der Monk ist unterwegs. Genau, mit 1000 Nadeln. Möchtest du denn diese schöne Naht außen haben oder möchtest du außen nur diese ganz schlichte Naht haben? Ich weiß beide nicht. Was heißt das? Also, die schlichte Naht ist diese hier. Ja. Und die schöne Naht wäre. Wo ist sie? Da. Ja, diese hier. Ich glaube diese. Okay, dann machen wir das so, dass wir den Stoff. Nochmal zu verstehen, wie nennt man diese schöne Naht? Das ist das, was unten automatisch passiert, ja. Weil der Greifer unten beide Fäden nimmt und das Ganze miteinander verschlingt. Mhm. Ne? Und die beiden Nadelfäden sind die, die hier oben sind. Ja. Ich kann das nicht so professionell erklären wie Manu, aber ich denke, das ist schon so. Nee, wie nennt man das? Das ist das schöne Naht? Das ist einfach nur die Unterseite. Also es gibt keine schöne Naht, sondern einfach nur das, was dir besser gefällt. Bei manchen Sachen nimmst du eher das, so wie bei, ich habe das jetzt ja hier auch, hat Anna mir nämlich gestern schön fertig gemacht. Sandra hatte so viel zu tun, da habe ich mich erbarmt. Genau, aber manchmal möchte man halt nur die Schlichte haben. Die zwei Nähte hier. Verstehe ich. Okay. Dann hast du nämlich auf der Rückseite auch direkt hier versäubert. Ja. Ne, wenn du das direkt an der Kante machst, dann hattest du es hier versäubert und außen gleich nur die zwei Stiche. Ne? Also je nachdem, wie du es möchtest. Okay, ich möchte dieses. Gut. Dieses. Nein. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir ziehen jetzt den Stoff rum und messen immer 3 cm ab. Okay. Also das ist die Saumzugabe, die ich im unteren Bereich immer nehme. So, naja. Sie hat auch passenden Handschuh.
Ja, Armbänder, so. Genau. Die sind auch passend farbig, ja. Die wechsle ich auch zwischendurch. Das ist ja schon bei der Nevigi aufgefallen, Miran. Ja. So, ich muss das jetzt einmal erst ein bisschen zirkulieren. Hier an der Seite muss ich vielleicht noch ein bisschen wegschneiden, aber guck mal, so sind 3 cm. Ja. Und ich stecke dann die Nadel von außen nach innen. Nach außen, nach innen. So. Soll ich auf dem großen Tisch das machen? Okay, hier, deswegen ist es, das hatte ich eben nicht gesehen, das ist einmal der Versatz und dann gehst du immer auch von dem aus, ne? Ich gehe von dem kürzeren aus, ja. Ganz genau. Und dieses kleine Stückchen schneiden wir gleich bei, bevor wir nähen. Möchtest du es lieber auf den großen Tisch machen? Ja, dann habe ich ein bisschen. Ich habe aber eine Prüfungsfrage an dich. Yes. Weil das da hier ja einmal unterschiedlich ist, ne? Ja. Welcher Spruch geht dann? Wie sagt man das? Ja, was sagen wir immer? Abschneiden geht immer, natürlich. Den kann man abschneiden. Aber liegt daran, dass wir falsch gemessen haben? Nein, es kann sein, dass manchmal verrutscht man beim Schnittmuster oder das ist einfach allein die Schere manchmal, ist das dann auch, dass es ein bisschen mehr beigibt. Also das ist öfters, das kann immer mal passieren. Mhm. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht schlimm. Also das passiert auch mir. Okay, ja. So, dann schneidet man. Das schneiden wir einfach ein bisschen bei. Das ist bei mir zum Beispiel der Grund, warum ich immer zum Beispiel jetzt hier von Anna vom Armloch nach unten nähe und nicht andersrum, weil unten kann man abschneiden und oben nicht. Yes. Ja, okay. Und ich nähe vom Armloch nach unten, genau, weil so ich immer die Naht nach hier rein haben möchte, weil ich das hier ganz oft einfach noch mal ein bisschen abcover. Ja. Ja, das sieht natürlich, und dann muss die Naht reingehen. Mhm. Ne? Und dann habe ich alles so ganz locker nach unten. Ja. Nice. Gut, also wir gehen jetzt an den großen Tisch und zum Stecken. Sehr gut. Damit es ein bisschen einfacher ist. Ich vermisse mein Handmaß. Handmaß? Ja, das wäre. Ach, weißt du was, wir nehmen eure tollen Lesezeichen. Ja, stimmt. Wir haben nämlich auch tolle Lesezeichen. Die gibt's. Also wenn ihr jetzt beim Sale bestellt, gibt es auch sehr coole Lesezeichen. Die holt Anna mal eben. Die gibt's dann auch in jeder Bestellung mit dazu. Aber die sind nicht wundern. Das ist auf jeden Fall hier, wenn ihr guckt, bei 0 und bis nicht bis 15, sondern nur bis 14,8. Und es ist vielleicht so ein Millimeter Unterschied. Also nur damit ihr das einmal wisst. Wenn irgendwas Millimeter genau sein sollte, dann das ist besser das normale Handmaß nehmen. Genau. Aber jetzt für hier ist es gut. So, dann kannst du nämlich das einfach schön hier so hinlegen. Ne? Und dann holst du mal die Nadel gerade hier rüber. Habt ihr vorher geguckt, ob die Seitennaht die gleiche Seite umgeklappt ist? Das ist eine gute Sache für Lehrern. Haben wir geguckt? Haben wir nicht geguckt. Haben wir nicht geguckt. Sonst aber du weißt doch nicht, was gemeint ist, ne? Ja, nochmal, ich will mal nochmal. Also, habt ihr vorher geguckt, ob die Seitennaht die gleiche Seite umgeklappt ist? Das ist vor allem ganz wichtig. Ja? Von Innenseite, dass die. Das meinst du, oder nicht? Ja, genau, die Naht. Das ist zum Beispiel, dass es zur gleichen Seite hin ist, ne? Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, hier oben ist das einmal nach da gekippt und die andere Seite nach hinten, dann das ist es verdreht, ne? Das ist komisch aus. Ja. Also die Naht ist jetzt in die Richtung. Ja. Ich mache die Naht immer und ich habe es zufällig richtig gemacht hier unten. Ne? Sehr dass gut. Dass die alle in eine Richtung gehen. Weil du hast hier oben die Naht nach da gemacht. Links. Und dann mit der Overlock vernäht. Und deswegen musst du jetzt hier unten auch in die Richtung gehen. Okay. So. Bitteschön, Miran. It's your turn. Okay. So wie du mit der Frage. Und was ist ideal, das Abstand? Ist nicht vorgegeben. Also ich mache immer 3 cm unten Saum. Nee, ich meine hier, zwischen die Nadel. Das ist egal. Das ist egal. Ja. Nur der Abstand von hier nach da unten muss 3 cm sein. Ich habe irgendwie bisschen noch kein Gefühl so. Ja, das macht ja nichts. Das kommt. Da geht's dir nicht alleine so, das geht auch den anderen. Habe ich da auch zu viel? Oh, dann mach es noch ein bisschen runter, korrigier es. Der Stoff ist unsere Eigenkreation, ja, also eigene Produktion. Das ist der Meterstoff. Wir haben ja die Panel und wir haben einmal den Meterstoff, aber ich weiß nicht, wie viel da noch da ist. Aber das bestellen wir sonst auf jeden Fall nach. Wir haben genug da. Wir haben genug da. Aber, ja, von oben nach unten? Von unten nach oben. Von unten nach oben. Was ist eigentlich jetzt dabei egal, weil wir ja von innen covern. Von daher gesehen macht es nichts. Also ich mache das immer ganz gerne, dass dann eben auch dieses Stück hier sich so ein bisschen legt. Ne? Mhm. So.
Wollt ihr nicht Kaffee trinken gehen? Hier dauert ein bisschen. Dann können die Zuschauer nicht gucken, wenn wir Kaffee trinken gehen. Aber ich kann uns einen Kaffee holen. Die kann einfach Kamera hinstellen und wir machen Pause, weil hier dauert sowieso. Warte mal, Quatsch, ist alles gut. Mal ein klein bisschen zu. Guck mal, siehst du? So, und jetzt leg nochmal hin. Und dann hast du es ziemlich gut, ne? Dann ist gut. Manchmal ist es auch, dass man dann, dass, wenn man so die Seiten nähte, dann in der Mitte und dann kannst du das ein bisschen so auseinanderziehen, dann legt sich das auch schon automatisch in den gleichen Abstand. Ich weiß nicht, ob Anna dir das eben einmal zeigen kann. Ja, kann ich. Also sie meint, hier an der Seite, jetzt muss ich da nochmal gerade gucken, in welche Richtung da gelegt ist. Das ist auch nach vorne. Also praktisch hier. Ich brauche mal das Lineal, bitte. Ich stecke das jetzt einfach mal von oben runter. Und das, was sie meint, ist, dass man hier so zieht. Ah, jetzt. Genau, aber so. Das geht halt nur nicht bei einer riesengroßen Strecke. Ja, ne? Aber so ungefähr könntest du jetzt Glück haben. Aber kann man Richtung finden. Ja. Dann hast du auf jeden Fall schon mal eine Richtung. Ja. Und dann musst du es halt nur ein bisschen korrigieren. Ja, ne? Ja. Genau. Das mache ich. Aber das mache ich nämlich gerne und ich mache das von innen schon mal mit Lineal, um den Stoff zu richten. Ja, das geht natürlich auch. Das ist auch eine gute Idee. Ich habe so Respekt, ne? Diejenigen, die das nähen. Ich ziehe dir das jetzt noch mal gerade ein bisschen. So, und jetzt leg das Lineal bitte noch mal drauf, weil du hast gerade wieder ein bisschen hochgezogen. Ich glaube, das ist nicht so gerade. So, machen wir das jetzt. Genau, aber so hast du schon mal zumindest so ein bisschen so einen Anhaltspunkt, ne? Wo es dann. Und wenn was etwas mehr ist wie 3 Zentimeter, Hauptsache es gibt keine Falten. Genau. Ne? Wenn dann abschneiden geht ja immer. Genau. Je nachdem, wenn du da ja oben auch nicht ganz gerade geschnitten hast oder so. Und das zwei Profi-Arbeiten ist manchmal ein bisschen. Bisschen. Wie sagt man das? Bisschen hat man Druck. Nein, das musst du nicht. Unter Druck lässt sich schlecht arbeiten. Ja. Und dann magst du gleich nochmal zeigen, wie es gemeint ist, wenn man das Lineal von innen steckt. Ja, natürlich. Aber jetzt geht das schneller. Ja. War ein guter Tipp, wa? Das gibst du. Ich bin. Das war ein super Tipp. Das ist sowas, ne? Ich mache das zu Hause auch ganz oft. Und wenn ich dann hier bin, vergesse ich das einfach zu erzählen. Ja, dass es geht. Das stimmt. So, und von innen, pass mal auf, wird es einfach so rum reingesteckt, bis an die Kante. Und dann siehst du hier die 3. Ja. Und weißt du, hier kannst du deine Nadel stecken. Ja. Und das ist einfach, es gibt so viele da kannst du hier Wege, reinstecken. Ne, so viele Wege und Möglichkeiten. Man muss einfach rausfinden, wie es für einen selber am einfachsten ist. Wenn es besser ist, dann steck es von oben nach unten. Nee, das ist okay. Also für mich ist beide quasi dieselbe. Ja. Das ist so Practice. Genau. Praxis. Ist vielleicht sogar für dich ein bisschen einfacher so rum. Ja. Ja, das muss einfach jeder für sich selber dann rausfinden, ne? Was dann so am einfachsten ist. Na guck mal, eine Seite haben wir schon fast fertig. Oh ja, wertvoll Zeit. Das profitiere ich gerade. Ich bin nochmal sehr dankbar, Anna. Gerne. Übrigens haben wir Anna schon ziemlich weit näher. Was sagt Anna? Ich habe schon geplant, einen Beitrag, damit wir dann da sammeln, was Anna dann so alles zeigen könnte. Das ist wunderbar. Das ist so wunderbar. Also ich habe mit Anna schon viel drüber gesprochen. Und was sagt sie? Ja, wir haben schon tolle Ideen. Da müssen wir noch in Verhandlung treten. Genau. Also der grobe Plan steht. Die Details müssen noch besprochen werden. Aber Anna bleibt uns auf jeden Fall mit ihrem Wissen schön erhalten und dass sie uns ganz, ganz viele tolle Sachen erzählt. Genau, falls die Karin Dürr mal zuguckt, dich habe ich nicht vergessen. Für dich habe ich auch schon was vorbereitet. Ja, genau. Und die anderen. Da hinten, also Karin, da ist auf jeden Fall, da werden wir später noch zeigen, wie man denn aus einem Kleidungsstück, was man schon fertig hat, nochmal einen Beleg einnähen kann.
Da haben wir auf jeden Fall schon vorbereitet. Wir wissen jetzt noch nicht genau wann und wie viel Uhr, aber es kommt. Es kommt. Definitiv noch. Also ich will nochmal, wirklich, das liegt an Sekt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach die Gesellschaft, Mera. Ist es die Gesellschaft, ist es aber auch das strukturierte Arbeiten. Ja. Ne? Wenn ich weiß, ich möchte das machen ja. und ich habe das versprochen, dann halte ich das auch. Und du darfst auf jeden Fall nicht vergessen, das Buch zu unterschreiben für Heike heute. Ja, das machen wir. Oh ja, stimmt. Die Heike zukommt. Ich arbeite dran. Ich habe schon vorgefühlt. Ja, das machen wir ganz gerne. Das ist aber lieb, dass sie diesen Wunsch hat. Ich möchte das auch für mein Buch. Was hast du denn gedacht? Danke, Annaborg. Ich freue mich schon auf deine Beiträge. Wir freuen uns alle auf jeden Fall. Warte, und jetzt kommt diese Ecke, wo wir ein bisschen schneiden. Anna, wie lange nähst du da? Bestimmt hast du schon 40 Jahre. 40 Jahre. 40 Jahre. Ja. Und warum nähen? Warum? Es ist für mich wie... Aber wie kommst du denn zum Nähen? Ach, ganz einfach. Also Handarbeit hat mir immer Spaß gemacht. Und es hatte bei uns ein Stoffgeschäft aufgemacht, so eine Restestube. Ja. Und die Frau brauchte einen Babysitter. Okay. Weil das Kind, ich glaube, 5 Jahre alt war. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mit dem Kind spazieren gehen würde. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ich würde auch gerne ein bisschen nähen. Ja, dann kommst du einfach in den Sommerferien hier hin. Und dann haben wir, die hatte so einen ganz kleinen Laden, so ganz viele Stoffballen. Und dann haben wir hinter den Stoffballen die Nähmaschine stehen gehabt, vorne auf dem Zuschneidetisch zugeschnitten und hinten habe ich genäht. Ich habe so tolle Sachen genäht. Ich habe mir einen Jumpsuit genäht, vor über 40 Jahren schon. Ne? Heute würde ich das nicht mehr anziehen, weil ich das total unpraktisch finde, wenn ich auf Toilette muss. Aber ich sah schick aus und ich habe mich total gut gefühlt und ich bin dabei geblieben. Ich habe dann natürlich, als die Kinder klein waren, für die Kinder genäht. Als wir uns selbstständig gemacht haben, habe ich weniger genäht. Aber ich bin ja jetzt Rentnerin. Das glaube ich. Und jetzt habe ich Zeit. Das glaube ich. Jetzt kann ich meinem Hobby noch mehr frönen. Also, ja, okay. Aber so. Du hast gelernt von jemandem oder hast du selbst? Ja, ich habe von... Von Ursula habe ich gelernt. Ich war auch in verschiedenen VHS-Kursen. Ja. Aber in VHS-Kursen ist es halt so, da sind immer 12 Teilnehmer. Ja. Und wenn dann eine mit einer komplizierten Figur irgendwas zuschneiden muss und die hat so knapp Stoff gekauft, dass man wirklich puzzeln muss und die Nählehrerin ist den ganzen Abend damit beschäftigt, dann hat man da nicht viel von. Ich finde, ganz ehrlich, so ein Nähkurs dürfte maximal 7 Leute haben. Ja. 5 wären besser. Weil dann kommt jeder mal richtig dran. Ja, ja, ne? Ja. Also von daher gesehen. Für die Anfänger oder für die? Für die Anfänger auf jeden Fall. Ja. Da würde ich sogar auf 4 runtergehen. Ja. Und selbst da kommt nicht jeder zu seinem Recht. Ja. Also Anfänger sind auch unterschiedlich Level. Einer ist, der hat gar nicht damit, wie ich. Ich bin gar nicht beschäftigt damit. Und ja. Einer hat schon mal Videos geguckt oder die Folgen. Genau. Weiß, aber mit Handwerk. Ja. Haben Sie nicht angefangen? Ja, also ich kann mich daran erinnern, bei meinem ersten Nähkurs, den ich im Nähgeschäft gegeben habe, war eine junge Frau, die hatte ein Buch dabei und sagte, ich möchte was für meine Nichte nähen. Mhm. Was hast du dir denn vorgestellt? Ja, das finde ich schön, das finde ich schön. Das würde mir sehr gefallen, aber das sieht sehr kompliziert aus. Dann habe ich gesagt, dann machen wir das doch. Ja. Und das hat sie gut hingekriegt und die hat, glaube ich, 2 Nähkurse gemacht. Und einmal bin ich bei ihr privat zu Hause gewesen und danach war die nie mehr im Nähkurs. Die kann das alleine. Geil. Ne? Ich meine, ich bin in den Nähkurs gegangen, um zu quatschen. Weil ich das so toll finde, mich mit anderen Leuten zu unterhalten und einfach von denen nochmal was zu lernen. Weil ich bin ja nicht perfekt. Ich kann viele Dinge machen, aber ich muss auch immer noch lernen. Ja. Ne? Und ich gucke mir auch immer noch Videos an. Und es gibt ja bei Facebook da so ganz viele Asiaten-Videos, die ja so ganz schnell mal eben so einen Polokragen nähen, wo ich sage, aber... Wo nähst du denn den Kragen ein? Und wo machst du das? Und wo machst du das? Und du machst das immer nur mit Webware. Warum machst du das nicht mal mit Jersey, damit wir auch sehen, wie das da funktioniert? Also bleibe ich da bei meiner eigenen. Das stimmt. Ja. So, ich muss hier gerade mal einmal reingrätschen. Ja? Also es ist jetzt schon hier ein Hype ausgebrochen, von wegen mit Notizbüchern unterschreiben. Sorry. Aber das können wir nicht leisten. Also, wir können nicht jedes Buch unterschreiben. Ich glaube, das schaffen wir beim Sale nicht. Also, nee, das funktioniert nicht. Ja nicht.
stimmt. Also ihr könnt dann gerne beim nächsten VIP-Treffen die Bücher mitbringen und meinetwegen können wir dann natürlich alle reinschreiben, das ist gar kein Problem, aber bitte nicht beim Sale. Oder drucken lassen. Vielen Dank für euer Verständnis. Bitte, bitte, bitte. So, und dann habe ich hier noch, so, dann, das wäre mega toll, mega spannend von deiner Geschichte, Anna. Und Meran, alles in Ruhe, wir haben Zeit und es macht Riesenspaß, dir zuzuschauen. Hab auch schon gesehen, dass mit den großen Stichen 6 cm vom Rand eine Hilfslinie genäht wird und dann umgeschlagen und nähen selbst noch nicht probiert. Ja, es gibt immer viele Tipps, ja, ne? Genau. War ein Scherz, Annette, alles gut. Ich habe es nur vorsichtshalber einmal erwähnt. Besser ist, so, ich drehe ich mal eben um, damit, einfach vorsichtshalber, ne? Deswegen, alles gut, Annette. Wir würden es gerne machen, aber dann würdet ihr quasi von mir eine Unterschrift kriegen und Meran ist da ja auch nicht die ganze Zeit da und Svenja ist natürlich auch nicht da. Also von daher, so, dann bringe ich es zum VIP-Treffen mit. Auf jeden Fall, das könnt ihr gerne machen. Das ist auf jeden Fall super, super toll. Genau, so, jetzt sind wir wieder wo? Wir sind jetzt an der Covermaschine und Meran covert jetzt seinen ersten Saum. Genau. Jetzt legen wir. Ich glaube immer noch nicht. Ganz entspannt hier ran. Wir fangen hier an. Jetzt kannst du den Hebel erstmal runter machen, um das Füßchen runter zu machen. Tipp am Rande, es würde sich lohnen, auch ein transparentes Füßchen zu kaufen, weil du dann auch ganz schön hinterher gucken kannst, wo die Mutter... Warte, Meran, mach nochmal. Das ist geil. Das ist echt geil. Dann kann man das genau gucken. Dann kannst du noch ein bisschen besser gucken. Ja. Du musst du ein bisschen schätzen. Ja, du kannst schon sehen, wo du genäht hast. Ja. Aber es ist tatsächlich ein bisschen einfacher dann. Ja. Ne? So. Wir fangen. Was sagst du? Ich sag auf jeden Fall ja und ich werde mir auf jeden Fall, wir haben gestern schon geguckt nach Füßen, also wir sind nicht nur am Rumsammeln, wir sind auch am produktiv gucken, also da werde ich auf jeden Fall auch nochmal was nachbestellen. Ja, das ist gut. Für die Maschine und auch für die andere. Genau. Ja. So, jetzt haben wir das Füßchen so positioniert, dass die Kante neben der Kante läuft. Mhm. Und jetzt gehst du hin, machst die Nadel einmal runter. Oder Unterschriften bei der nächsten Auflage mitdrucken lassen. Das stimmt, das ist auch eine Idee. Genau. Anna und Meran sind leider kaum zu verstehen, sehr leise, trotzdem ich volle Lautstärke eingestellt habe. Okay, kleine Ermahnung, einmal lauter sprechen bitte. Ich bin ein bisschen lediert. Ja, Anna ist ein bisschen erkältet, aber sie gibt ihr Bestes. Genau. Und jetzt führst du mit der Hand schön den Stoff nach vorne und hältst hier, führst du das immer so ein bisschen ran. Und jetzt kannst du anfangen zu nähen, immer bis kurz vor die Nadel, dann nimmst du die Nadel raus und machst weiter. Okay. Bisschen mehr Gas geben. Ja, ist alles gut. Was sagt sie? Die sagt, du gibst zu wenig Gas. Okay. Ja. Und nicht so zaghaft sein, ne? Das hier ruhig ein bisschen glatt halten. Ja. Und vielleicht, warte mal, ich muss dir mal, so. Ne? Wenn du mit dem Daumen ein bisschen nachschiebst, wenn du da ankommst, dann ziehst du einfach nochmal das ein bisschen zurück. Ja, so korrekt? Ja. Ich versuche nur einfach, es etwas einfacher zu machen. Ne? Ja. Oh, Leute. Alles gut. Anke, das hat eine Glitzeroptik, mein Shirt. Deswegen, da ist jetzt kein richtig Glitzer. Das sieht einfach nur, weil das so schimmermäßig aussieht. Deswegen. Wir können ja auf jeden Fall die von morgen unterschreiben, sagt Svenja. Wir geben unser Bestes. Ja, stimmt. Morgen gibt's ja was zu gewinnen und die können wir natürlich unterschreiben. Jetzt hast du ja verraten. Svenja hat schon verraten. Ich weiß, du wolltest Film gucken mit mir. Ja, sie gucken doch Film. Ja, das ist schön. Autogrammkarten mit Foto und so. Na, jetzt fangt ihr aber an. Ja. Was bietet ihr dafür? Wie lange mussten wir dafür Briefmarken wegschicken? Soll ich sehen? Guck mal hier. Ja, wenn du an das liegt daran, dass ich gesogen habe. Nee, du musst hier... Mach mal. Ich zeig dir nur und dann machst du das. Das ist schon. Merkst du? Ja.
Ich will auch so machen jetzt. Oh je, sorry, sagt Svenja. Svenja, kein Problem, wir verzeihen dir. Bist du zufrieden mit deinem Mann? Annette, alles ist alles gut. Das ist ein Scherz, weil du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Nee, Annette, weil sie gesagt hat mit den Unterschriften und so. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm. Wir fassen das genauso auf, nur wir haben halt unser nicht, dass man das jetzt erwartet, einfach nur vorsichtshalber. Mach weiter. Ein bisschen mehr ziehen, ein bisschen mehr Gas. Weiter, weiter, weiter. Was habe ich gemacht? Bleib entspannt. Wie sind hoch machen? Nein. Doch, mach mal gerade den Hebel etwas so. Aber ich glaube, das wird nichts bringen. So, okay. Wo ist denn jetzt das Problem? Was habt ihr? Meral hat hier so ein ganz kleines Bläschen entwickelt. Aber das ist nicht schlimm. Wir nehmen da jetzt einfach drüber. Heben runter. Ja, sonst näht die Maschine nicht. Weil dafür ist die Hand da, dass du das auch immer ein bisschen führst. Was ist das für ein Hebel? Füßchen rauf und runter. Ach, okay. Bei den meisten Maschinen ist das hinten. Aber ja, deswegen habe ich mich gerade gewundert. Ich habe gerade noch ein Dings gefunden, was ich mir nicht herausgefunden habe. Und ich finde auch beim ersten Saugen darf das ein bisschen unregelmäßig sein. Von mir aus, dass wenn das genäht ist, wenn das zusammen ist und diese Feinheit, ja, das macht man dann später auch, ne? Ja, also man lernt bei jedem Shirt. Man das lernt wirklich Fall. Bei jedem Shirt. Und jetzt lieber ein ganz klein bisschen ziehen. Bei dieser ziehen? Ja, so. So, ich zeige euch eben nochmal, weil ihr gerade über meinen Stoff hier sprecht. Oh, das ist gerade Licht. So, also es ist quasi einmal so, es ist kein richtiger Glitzer, es ist einfach nur, weil das so ein Schimmert ist. Es ist kein Metallic oder sonst irgendwas drin, Metallic-Look oder wie auch immer. Es ist einfach so einfach genannt und deswegen. Aber jetzt habt ihr es ja hoffentlich einmal für alle gesehen, den haben wir auch noch in verschiedenen Farben. So, dann gucken wir hier jetzt weiter. Finde auch, Mera macht das sehr gut, auf jeden Fall. Man darf halt einfach auch nicht vergessen, dass das jetzt das erste Mal ist, dass man das ganz alleine macht. Ne? Ich meine, wenn ich mich an die Maschine setze und da covere, ich habe das schon ganz oft gemacht, bei mir sieht das so super easy aus, aber er muss sich halt sehr konzentrieren. Das stimmt. Und das ist keine gewohnte Arbeit. Dafür wäre es bei mir andersrum, wenn er mit dem Laptop arbeitet, dann bin ich dann diejenige, die nicht klarkommt. Ja, also und ich bin ja auch genauso, ich habe ja auch nur mal ausprobiert mit Manu zum Beispiel und ich würde jetzt genauso dran sitzen wie Meran und genauso unsicher sein. Also von daher ist es alles gut, Meran. Ja. Ich lerne mit dir. Sehr gut. Also ich bin nicht so unsicher, aber das ist ungewohnt und manchmal das nervt natürlich, weil du machst die Sachen ungewohnt und da habe ich wieder was falsch gemacht. Nein, du hast nichts falsch gemacht. Okay. Alles gut. So, und wir sind jetzt gleich fast am Ende. Und da kommt irgendwelche Trick. Genau, dann machst du noch ein bisschen. So, und jetzt hältst du mal kurz an. Ja. Und dann guckst du dir mal hier, das kann man jetzt wahrscheinlich ganz schlecht sehen, weil das schwarze Fäden sind. Das ist der Nadelfaden von dem hier. Ja. Und das ist der Nadelfaden von der Nadel. Und jetzt musst du versuchen, diese Ecken genau zu treffen und dann nähst du so 2-3 Stiche, ich sag mal bis hierhin drüber. Hm. Und dann musst du kurz aufhalten. Okay. Hier kommt die transparente Fuß im Spiel. Genau, da kommt der transparente Fuß ins Spiel. So, stopp. Jetzt ist der Fuß ja schon hoch, also die Nadel ja schon hochgegangen. Ich drehe mal gerade noch ein bisschen einmal runter. Ja. Einmal ganz hoch und ein ganz klein bisschen über den Punkt rüber. Jetzt machst du bitte den Hebel hoch, also das Füßchen hoch. Gehst mit dem von hinten unter den Fuß durch, ziehst den Faden nach vorne. Du hast, glaube ich, die Schere da hinten. Schneidest du, nimm die ruhig.
Das ist die Euphoria, die Meran hier hat. So. Babylock Euphoria. Und dann ziehst du bitte hinten weg, gerade nach hinten und schneidest den unter den Greifer auch ab. So, und wenn ihr dann guckt, dann ist das ein wunderbarer Übergang für einen Anfänger. Sehr schön. Hervorragend. Meran, sehr gut. Super. Sehr gut, sehr gut. Sehr Meran, gut gemacht. Was hast du da gemacht? Genau. Und jetzt machen wir das gleich an den Ärmeln. Das musst du auch erst wieder stecken. Mhm. Dann machen wir gleich beide Ärmel gleichzeitig. Genau, nimm mal das Magnet. Und wie viel? 2? 2 Zentimeter an den Ärmeln. Wer würde ich das nehmen? So, in der Zeit nehme ich euch gleich zum Regal mit, weil ihr jetzt so viel über meinen Stoff sprecht. Dann zeige ich euch jetzt eben gleich den Stoff. So, Meran steckt eben genauso 2 Zentimeter jetzt wie unten. Eben waren es 3 Zentimeter unten am Saum und jetzt macht er 2 Zentimeter bei den Ärmeln. Und dann geht das gleich einfach weiter. So, jetzt nehme ich euch mit zu meinem Stoff hier. Da muss ich mal eben kurz gucken, wo liegt er? Hier. Genau, also, zack, das ist die 20913-09. Wir haben den zum Beispiel auch noch in so einer Farbe. Der sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Das ist die 33 und dann haben wir den auch noch in dieser Farbe. Das ist mit 16 am Ende. Einmal hier diese Farbe. Das haben wir auf jeden Fall auch noch da. Und Meran hat auf jeden Fall gesagt, dass dieser Stoff auch nochmal nachkommt. Der ist auf jeden Fall nochmal nachbestellt. Also den, den ich jetzt anhabe, der ist nachbestellt. Den könnt ihr auf jeden Fall nochmal bekommen. So, Anna, total erkältet, gute Besserung. Ja, das stimmt. Sie hat auch sich schon fleißig eingedeckt mit von der Apotheke und sowas. Geht auch immer schon besser. So. Und genau, der Stoff ist von Stenso, also die Stenso-Qualität, die aktuelle Kollektion. Nummer habe ich euch ja gerade gesagt. Und genau, dann haben wir hier ja auch noch die 7156D ist die Meterware, die Meran jetzt gerade vernäht. Da weiß ich, da ist wahrscheinlich schon ausverkauft. Ich weiß es nicht. Müsst ihr einfach mal nachgucken. Und dann haben wir auch noch verschiedene Panels mit 7156. Das ist auch die Eigenkreation mit dem blauen Panel Ramona. Und den haben wir natürlich auch noch in Rosatönen. Also da haben wir eigentlich auch noch genug da. Müsst ihr einfach nur eingeben 7156 und dann werden euch die Eigenkreationen angezeigt. Der ist so schön. Ja, der ist auf jeden Fall auch so. Der hat auch schon länger bei mir zu Hause geschlummert, der Stoff, und jetzt hat er seine Bestimmung gefunden. Yay! Wie viel Verbrauch Meter Hoodie plus Kragen? Es ist immer schwierig zu sagen. Einmal deine komplette Körperlänge plus Arme müsste eigentlich reichen und dann müsste die Kapuze, vielleicht probierst du dann aus, dass du dir einmal quasi das misst und ob deine Kapuze da noch mit reinkommt. Ansonsten plus Kapuze. Also mit 2 Meter müsstest du eigentlich hinkommen. Müsst aber am besten im Ausprobieren. Es kommt ja immer drauf an, wie breit ist der Hoodie, wie oversize ist er. Das ist dann einfach immer schwierig. Frage an Anna, wo deckt man sich am besten mit Endlosreißverschlüssen ein? Haha, die Frage haben wir gestern Abend auch. Gestern Abend saßen wir zusammen und ich habe Anna genau das gleiche gefragt, wo sie denn ihre Reißverschlüsse herbekommt. So, Anna. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt einmal den Shop Yayasio, die haben sehr schöne Reißverschlüsse. Wir haben bei Bender 24 geguckt, die hatten auch schöne Reißverschlüsse. Snappy hat schöne. Man kann bei eBay kaufen. Ich finde zum Beispiel sehr schön diese metallischen Reißverschlüsse, die so Regenbogenfarben haben. Ihr müsst dann halt einfach auch mal da die Preise vergleichen. Bei manchen kostet ein Meter 3,95 Euro. Warte, ich gehe mal eben einmal kurz rum. Und, und bei anderen Shops kosten dann 3 Meter 3,95 Euro. Und ihr müsst immer sehen, dass ihr auch die passenden Zipper dazu bekommt. Ja, das auf jeden Fall. Also hier hat Patricia gerade schon Dresov. Karl ist ein polnischer Laden, da geht's wahrscheinlich einfach mal gucken. Und genau. Anke, ja, es ist einfach,
eigentlich nur Deko, aber wir haben ja gestern noch geklärt, hat Carina uns ja gesagt, da passen auch Flachmänner rein. oder Bonbons oder wie auch immer. Also, genau. Aber es ist quasi einfach nur Deko. Ich habe das ja hier im normalen Kragen und du hast es Ich habe es jetzt hier im Reißverschlusskragen drin. Ja, in der Kapuze drin. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, dass wir so einen tollen Stoff haben, dann hätte ich auch so einen verlaufenden Reißverschluss mitgebracht, weil den hätte ich auch da drin gut gefunden. Ja. Und es gibt auch so goldfarbene, roségoldfarbene. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ihr könnt auch wirklich mal bei eBay gucken und mal vergleichen. Und da gibt es auch Shops, ich glaube bei Witzig, die macht auch Portemonnaies, die hat auch sehr schöne Reißverschlüsse mit, direkt mit den passenden Zippern dazu. Ja, ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viele verschiedene Shops. Ne? Genau. Das muss einfach, genau. Ja, Yasio, da kaufe ich auch, sagt Rosemarie, die Qualität ist gut. Ja, genau. Susanne schreibt, hallo ihr Lieben, habe gerade mein Fahrrad abgeholt, jetzt muss ich meine Nase ende erstmal auf die Heizung. Hallo an alle. Sandra und Anna, ihr seht sehr schick aus. Dankeschön. Wir gehen heute Nachmittag auf den Weihnachtsmarkt. Ja, ganz, ganz schick. Wir sind schon warm dafür angezogen. Genau, so. Der ist so cool. Auf jeden Fall. Hält dich warm. Ja. Definitiv, ne? Aber ich habe noch ein Shirt drunter. Hab jetzt gestern den Rad von Anna befeucht und 5 Meter Reißverschluss mit passenden Zippern gekauft. Ja, sehr gut, Susanne. Großartig. Leder Heidi, sagt Angie. Ja, auch. Ja. Oh, genau. Anna, du siehst heute aber blass aus. Ich glaube, wenn ich jetzt neben ihr stehe, ich sehe jetzt auch, glaube ich, ganz blass aus. Jetzt geht es also auch schon besser. Gegen mich. Bin ich schon doch ein bisschen. Definitiv. Farbig. Also ich bin blasser wie Anna und. Es ist einfach das kühle Licht. Ich habe auch heute Nacht super geschlafen. Wir waren beide um 10 so kaputt, dass wir ins Bett gegangen sind. Bis 8 Uhr, ja, das war schon ein richtiges Highlight, dass wir bis 8 Uhr geschlafen haben. Ja. Genau. Habe falsche Farbe beim Bambusfrotti bestellt. Kann man da noch was machen? Nee, muss jetzt so leben. Also, du kannst gerne eine Nachricht schreiben mit der Bestellnummer, was wir stornieren sollen. Bitte ganz genau die Bestellnummer schreiben und ganz genau, welche Artikelnummer wir dann rausnehmen sollen. Dann gucke ich mal, ob ich gleich nochmal 5 Minuten Zeit habe, um das zu machen. Und dann kannst du den Stoff, die richtige Farbnummer, einmal nochmal nachbestellen. Ich werde nichts austauschen, weil dann mache ich das System durcheinander. Ja. Ich storniere höchstens den einen Stoff und du bestellst den anderen nach. Das ist ja kein Problem. Das ist ja dann, geht sowieso trotzdem mit in ein Paket. Also das ist kein Problem. Bestell ihn ruhig schon mal nach. Schreib mir, was ich stornieren soll und ich mache das. Sandra macht es möglich. Ich mache es möglich. Auch wenn es kompliziert ist. Aber so macht ihr es mir auf jeden Fall am einfachsten. Bevor ich eure Bestellung durchsuchen muss und dann fragen muss, definitiv besser. So, was haben wir noch? Da gibt es viele Shops, Lieblingsnadel, Erbschatz, ja, ganz viel. Draußen ist es echt arschkalt, ja. Ja, wir hatten heute Morgen 0 Grad und maximal wird es heute 3. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch den Regenbogenreißverschluss bestellt, genau. Ja, super. Und ihr braucht Urlaub? Ja. Definitiv. Chef, wann kriege ich Urlaub? Wir haben ja schon neue Überlegungen. Also wir haben ja so viele Ideen schon wieder, irgendwie ist gar keine Zeit für Urlaub, ne? Nee. Ja, Meran, pass auf die Mädels auf, das macht er. Genau, das ist lieb von dir, mache ich gerne, Angelika. Wie gesagt, schreib mir dann einfach nochmal. So, dann gucken wir mal, wie weit Meran hier ist. Ich habe in letzter 10 Minuten, habt ihr gesprochen, 3 Nadeln hingekriegt. Meran, soll ich mich nochmal neben dich stellen? Auf der anderen Seite ist gut, aber irgendwie, das fehlt die Trick. Weil das ist so rund, ne? Ja, weil das ist liegt einfach daran, dass der... Hast du jetzt mehr genommen als 2 Zentimeter? Dankeschön, Susanne. Nee, und danke, Sille. Ihr seid lieb. Schon ein bisschen mehr. Und du hast da reingesteckt, ne? Ich habe es jetzt reingesteckt und dann einfach, guck mal, ein bisschen hochgegangen. Guck mal, so. Dann haben wir jetzt überlegt, wir stecken mal von oben nach unten. Ja. Weil ich glaube, das ist für den Mehrern von der Haptik her ein bisschen einfacher. Jetzt muss ich neu lernen. Von oben nach unten. Ja, aber du kannst es ja mal. Weißt du, jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Und dann kannst du das nächste Mal so machen, wie du magst. Jetzt stehe ich ja daneben. Ja. Schatz hatte gerade gesagt, wir haben so lange geredet, er hat nur geschafft, 3 Nadeln zu setzen. Guck mal. Deswegen, ich war nicht direkt neben Meran, deswegen hattet ihr nicht gehört. In Hochkonzentration, ich mache die Nadel rein. Du musst ein bisschen lauter sprechen, Meran. Ja. Ein bisschen lauter. So. Oh, Anke, das ist ganz, ganz lieb von dir. Das freut mich sehr, dass du das schreibst.
Chef ist beschäftigt. Er war so süß vor ein paar Tagen, als er sich entschuldigt hat, weil er seine Fingernägel nicht geschnitten hat. Ja, wo gibt's denn diese tolle Handmaske? Angie, warum hast du keinen gekriegt auf dem VIP-Treffen? Eigentlich haben wir sie da verteilt, aber dann warst du wahrscheinlich immer da, wo Lotta gerade nicht war. Die bekommt ihr aber auf jeden Fall auch noch bei mit euren Super-Sale-Paketen. Die legen wir mit rein. Und Angie aber raucht nicht. Sonst hätte ich gesagt, was sie bestimmt gerade rauchen, aber die raucht ja nicht. Also, vielleicht durchgeflutscht. Aber ihr kriegt auf jeden Fall noch eine in jedem Sale-Paket. Das heißt, du musst Stoff bestellen. Weißt Bescheid, ne? Nimm es in die Hand, genau. So, ich glaube, wir haben dann auch genug Nadeln. Ja. So, dann gehen wir jetzt an die Cover und machen die zwei Nähte. Dann ist das T-Shirt fast fertig. Ich fühle mich, dass ich auf 10 Kilometer gerannt. Ja. Sandra, wie muss die Klammer angebracht werden? Die glatte Seite nach oben oder die gewölbte Seite nach oben? Bei der Klammer würde ich immer die gewölbte Seite nach oben nehmen, weil du sonst Beulen reinmachst in den Stoff quasi. Es legt sich einfach besser, wenn du die Klammern mit der Beule nach oben legst. Guck mal eben, ob wir hier... Und du kannst hier unter der Maschine auch leichter rausziehen. Ja, das stimmt. Warte, ich guck mal eben, haben wir hier gerade eine Klammer? Ja, haben in der Tasse, in der Schlüssel. Genau, also wir reden gerade, wenn ich das richtig über diese Klammern und ich würde es immer so rumstecken. Eben auch, damit du dann hier, siehst du ja auch schon, ne, wenn das drauf liegt, ist es einfach besser und es lässt sich bei einer Maschine da noch besser machen. Wenn du das so hast, ist dann der Stoff höher und deswegen ist es einfach besser, wenn ihr das dann so rumlegt. Ne? Die kleine Ecke müssen wir nachher wieder wegschneiden. So, jetzt kannst du das hier vorne an die Kante anlegen. Genau, also wir hatten die Lesenzeichen, packen wir auf jeden Fall jetzt mit den Bestellungen mit rein. Hier musst du jetzt darauf achten, dass du nicht den Ärmelstoff drunter hast. Also da musst du einfach ein bisschen festhalten. So. Ja. You can start. I try my best. Nadel nicht raus. Habe ich so Angst, dass sie in die Maschine reinkommt. So, bitte selber festhalten. Ich wollte dir nur den Anfang überleiten. Ja. Ich habe jetzt den Ärmel auf die linke Seite gedreht. Ja. Du kannst. Sollen wir noch ein bisschen rücken? Nee, ist gut. Gut. Ich habe den Ärmel auf die linke Seite gedreht und dann muss der Miran jetzt nur darauf achten, dass er nicht den Unterärmel mit festtackert, weil sonst müssen wir trennen. Und er hat jetzt kam trennen und dann kommt er nicht. Wer nicht trennt, hat nicht genäht. 100%. Ist auch ein guter Spruch für auf so eine Tasse, ne? 100%. Wenn ihr keinen Bock auf mich habt, dann einfach falsch nähen lassen und dann um die Ecke setzen. Wir haben immer Bock auf dich und außerdem wollen wir noch ein T-Shirt nähen. Also musst du jetzt mal Jalla Jalla machen. Jetzt bin ich Kameltreiber. Ja. Und er hat jetzt das Füßchen an der Außenkante, also mit der Füßchenkante an die Außenkante vom Ärmel gelegt, damit er einfach ein gutes Maß hat. Und das, was hier an der Seite übrig ist, das schneiden wir nachher weg. Dafür gibt es ja diese Fischaugenschere, die man auch zum Sticken oder zum Applizieren benutzt, ne? Genau. Anna, ich hätte so gerne die Plotdatei Stoffjunkies. Wo finde ich die? Stoffjunkies Plotdatei müsste auf der Seite von Kaizo Online-Kurse sein. Ich weiß nicht, ob das schon drin ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe sie Svenja geschickt. Und ja, aber ich glaube, sie ist noch nicht drin. Okay. Also gesehen habe ich sie noch nicht, aber das kommt irgendwann auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, jetzt kannst du sie noch nicht bekommen, Susanne. Susanne von Rien? Ja. Ich könnte sie dir zur Not ja auch schicken. Also wenn Svenja will sie ja sowieso öffentlich machen, dann kann ich sie auch schicken. Ja, das ist doch gut. Erinnere mich bitte nochmal. Genau, was gehört Susanne? Ich sitze jetzt neben dem Mikro, eigentlich müsstest du mich ganz gut noch hören. Nicht, ja, noch nicht drin, sagt Svenja, genau. Ja. Svenja, das musst du dann freigeben. Wenn ich das verschicken darf, dann würde ich das eben an Susanne verschicken. Ich glaube, habe ich ein bisschen To-Do-Liste. Falsch gemacht. Warum? Die habe ich viel rübergenommen, dieser Stoff. Das ist nicht schlimm. Okay. Wir machen das jetzt einfach so, fertig. Ja. Weil während dem Nähprozess jetzt noch anfangen, das auszurichten, das machen wir nicht, ne? Ja. Und was hat letztlich meine Nähschülerin gesagt? Das ist doch Handarbeit. Da war der Reißverschluss rechte Seite 2 mm höher als links.
Das stimmt, aber das ist ja Handarbeit, das ist richtig. Aber da hat mein Morgens sehr geschimpft. Das glaube ich. Svenja sagt, ja, das darfst du gerne. Mit einem Kuss. Zurück. Wo ist mein Kuss? Wo ist der Kuss für Schatz? Den bekommst du nachher. Den kriegst du richtig. So, Meran, jetzt erinnerst du dich bitte daran, was ich dir eben erklärt habe? Yes. Ich mach. Ich gucke. Ich mach deinen Namen Stohl. Ja. Nicht die. Oh, guck mal, Mera, du kriegst ganz viele. Oh, ich habe Angst gehabt, dass mich ich reingelegt habe. Ja, nee, ist alles gut. Ich habe ein bisschen geguckt mit. Am besten, nochmal ganz kurz, ziehst du diese beiden Nadelfäden, die da unten sind, nach rechts und links. Dann kannst du auch besser sehen, wo du hin musst. So? Ja. Und jetzt nächste fast nochmal so ein paar Stiche drüber. Und da jetzt nicht zu viel nach unten ziehen, ne, weil sonst dehnst du den Stoff zu sehr aus. Ja, okay. So gut. Mhm. Transparent. Ist auf der Liste. So, stopp. Drei. Noch steht er nicht, aber ich habe ihn in meinem Kopf. Okay, jetzt. Zurück jetzt. So, was habe ich gesagt? Was musst du jetzt machen? Du hast gesagt, einmal hier zurück. Nee. Nein, das war bei der Nähmaschine. Okay. Füßchen hoch. Okay. Ja. Und jetzt das Rädchen nach vorne drehen, bis die Nadel ganz oben ist und so wieder ein ganz klein bisschen runter geht. Nach vorne drehen. Genau. Hoch. Stopp. Hast du gemerkt, dass es da wieder runter geht? Ja. So, jetzt nimmst du dieses rote Teil. Wenn das jetzt sich nicht ziehen lässt, musst du die Nadel nochmal runter und drauf machen. Runter und hoch. Nicht zurückdrehen. Nicht zurückdrehen, ja. Damit löst du den Faden. So? Ja, weiter drehen. Weiter. Weiter. Langsam. Oh, das ist eine Technik. Stopp. Das ist eine Technik, sagst du? Jetzt geht's. Ja. Das ist doch das. Aber, okay, in... Bisschen Feingefühl. Ja. Das muss man auch einfach öfters machen. Dann, also ich würde jetzt genauso da sitzen und testen und gucken. So, und jetzt? Erst sagen, was du machen sollst. Erst mal irgendwas runter und dann zurück. Nein. Jetzt ziehst du den Stoff nach hinten. Ja. Und schneidest den Untergreifer ab. Und jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Weil du eben zurückgedreht hast, könnte es rein theoretisch sein, dass die Naht sich öffnet. Guck, da ist es passiert. Ja. Deswegen müssen wir jetzt diese Naht auftrennen. Ganzes? Ja. Oh, der Blick. Aber jetzt ist was ganz Tolles, Meran. Ganz toll. Du kannst jetzt aber vorher sticken. Ja. Und dann ziehen wir die Naht auf. Dann brauchst du nicht nochmal sticken. Einfach. Genau. Und das machen wir wie? Jetzt, wir haben, also Sille schreibt gerade, wir haben gelernt, abschneiden die Fäden vom Anfang, trennen nicht auf. Aber, also genau. Ja, aber die sind nicht die Anfangsfäden aufgetrennt. Der Meran hat einmal das Rad zurückgedreht und damit hat er die Fäden gelöst. Nee, ich meine, du hattest ja, dreh mal um, bitte. Und dann hattest du die Anfangfäden, sollte er zur Seite legen. Ja. Und dann hat mein, ich glaube, Sille meint, dass die von Anfang an abgeschnitten werden sollen. Da musst du kann die nicht zur Seite legen. Man kann sie abschneiden, ja. Okay. Ich mache es nie, ich vernähe die immer mit. Na, vielleicht fällt es mehreren wie mir einfacher, wenn der Pulli auf rechts ist und dann von innen gearbeitet wird, blöd erklärt. Vielleicht versteht man es doch, aber es geht ja nicht, weil dann ist die Naht ja anders, ne? Doch, du kannst es auch. Warte mal, ich nehme mal den zweiten Ärmel. Du kannst den auch so reinlegen. Ja, aber letztes Mal wollte Meran das nicht so rum. Da hatten wir das auch schon mal so genäht und ihm fiel das so rum leichter, wie ihr das eben gemacht habt. Das war, glaube ich, bei der Oberlockmaschine. Ja. Ja. Mhm. Aber wir können ja den zweiten Ärmel jetzt einfach mal so probieren. In der Zeit, wo du das nähst und ich so ein bisschen gucke, stecke ich schon mal die Nadeln. Und wenn ich die drehe, immer nur nach vorne drehen. Du musst immer nur nach vorne drehen. Nach vorne und dann geht das weiter automatisch wieder hoch. Genau. So, das war das Problem. Okay. Ja, du hast einmal zurückgedreht, ich habe es leider zu spät gesehen und damit hast du die Fadenspannung gelöst. Ja, wieder hoch und dann bin ich zurückgegangen, genau. Damit das hochkommt. Ja. Und es ist auch so, dass wir das weggezogen haben nach hinten und haben den Faden nicht gesichert. Ne? Normalerweise würdest du hingehen und den Faden sichern, so, indem du die Finger da drauf hältst und ziehst es dann nach hinten. Ja. Ne, deswegen habe ich dir auch die Hand festgehalten, dass du nicht zur Seite wegziehst, weil das ist auch so ein
blöder Moment, wo das passieren kann. Ja, ja. Okay, dann fang du an, gib mir mal bitte die Stecknadeln. Die in dem... Genau. So, du nähst. Und du mach was. Ich stecke jetzt hier einfach nur mal schnell fest. Damit du gleich nicht nochmal nicht wieder messen musst. Und die Naht, Meran, ich gebe dir Hoffnung, die geht rucki zucki auf. Die trennst du gerne auf. Ja. Das hört sich einfacher an. Das ist auch einfacher. Ist so. Okay. Da hast du jetzt schon die richtige Stelle, wo du anfängst. Ich glaube. Wo fängst du denn an? Wie? Mitten im Ärmel. Muss ich die? Ja, du hast doch reingelegt. Also ich meine, hier fangen wir an. Ja. Entschuldige mich. Ein bisschen davor. Entschuldige mich. Genau. Nicht entschuldigen. Nein. Nicht entschuldigen. Das sind. Anna, magst du uns vielleicht kurz erklären, warum wir da anfangen? Wenn du die Naht, die Anfangsnaht, nicht hundertprozentig triffst, dann hast du irgendwo hier vorne einen Versatz. Und das sieht einfach doof aus. Genau, das wäre dann ja zum Beispiel hier vorne und dann sieht man das. Ja. Das will man natürlich weiter hier unten dann ein bisschen versteckt haben. Ne? Wenn du es unter dem Arm hast, ist es egal. Wenn es nicht genau trifft, man versucht es immer. Aber, klar, aber wenn da was sein sollte, ich fange auch immer hinten an, gerade wenn man vernäht oder so, dann sieht man eine kleine, dickere Stelle und das mache ich auch immer hinten im Rücken. Du musst nicht Punkt anfangen auf dem Stück, sondern du kannst ein bisschen davor anfangen, also vor der Naht. Ja. Ja, ja, genau. Genau, das finde ich auch praktischer. Man kann dann an der Nähmaschine und auch an der Cover das übrige Stoffgedöns besser kontrollieren. Ich habe mal gelernt, immer in ein Stück hineinnähen. Das ist richtig. So klasse, wie ihr das Schatz beibringt. Ja, er ist ja auch ein super Schüler. Ja, vor allen Dingen möchte er das gerne wissen. Ne? Das ist ja, es gibt ja Leute, die machen das nur, weil sie es machen müssen. Und es vom System her ist es so tatsächlich auch einfacher, ne? Weil dann siehst du, dass du nicht in das andere reinnähst. Ja, also ich finde das letztes Mal, ich glaube, Svenja hat das, oder wo haben wir gemacht? Wir haben das einmal bei der Oberlock gemacht. Da war das als du den Ärmel eingenäht hast. Ja. Das war für dich so rum schwierig, aber wie gesagt, man muss es immer rausfinden. Ja. Kann Anna beim Covern auch mal neben mir stehen, bitte, dann traue ich mich auch mehr. Ich habe immer das Gefühl, Manuel sitzt als kleiner Teufel auf meiner Schulter und sagt, du musst das aber so und so machen. Und wenn ich so komplizierte Sachen habe, dann habe ich immer das Gefühl, meine alte Nählehrerin, die Ruti, sitzt hinter mir und sagt, du weißt doch, wie das geht, also mach es doch einfach. Schatz wird endlich was für Amy nähen, die Pink-Kollektion. Ja. Yes. Wer sagt das? Na, Svenja. Ja, wir wollen im Januar zusammen nähen, habe ich doch vorhin gesagt. Mhm. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ja. Ich bewundere Meran dafür, dass er trotz allem so ruhig bleibt. Ich wäre viel zu nervös, wenn ich wüsste, wie viele mir gerade auf die Finger schauen. Das ist ja immer gut, dass man das nicht sieht. Das stimmt. Ne? Also das ist schon ein Vorteil, dass ihr das jetzt hier macht. Und nur die zwei Weiber rundum sind, die dumme Sprüche klopfen. Aber ich glaube, das würde mich mehr nervös machen, wenn ich alleine sitze und die Zuschauer mitgucken. Ja, also weil ich verlasse genau mich weißt. Über dich ja. und guck das mit. So ja. Von daher, ihr seid. Du machst es ja auch richtig, das ist alles okay. Ja. Und Sille schreibt, wir lernen immer mit. Das ist die Hauptsache. Und freue mich gerade mega, dass Mera meinen Tipp so geholfen hat. Ja. So, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Noch nicht, gleich erst. Nehmen wir ruhig noch zwei Stiche mehr. Noch ein. So. Und jetzt. Erst hoch. Dreh nach vorne. Nach vorne! Du löst ja schon wieder den Faden. Willst du noch mal trennen? Weiter nach vorne. Nach vorne drehen. Ich bin nach oben, ich gehe nicht. Jetzt bist du schon wieder unten. Also nochmal, weiter drehen, nach vorne. Ich gehe nach vorne. Nach vorne. Jetzt bin ich böse. Ich bin nach vorne. Weiter, langsam. Noch ein bisschen, bis schon oben. Noch ein bisschen. Der muss auch wieder ein bisschen runtergehen, aber nicht viel. Stopp. Okay, also der Punkt ist, die Nadel muss ganz nach oben und sobald sie ganz leicht runter. Nach unten geht, ne? So, okay. Füßchen hoch. Von hinten ran.
Anna kann auch User wählen. Ja, da ist wieder irgendwas. Doch, ja, zieh. So, abschneiden. Und jetzt. Jetzt kann ich hier nicht gut packen. Na, wenn wir die Abschlüsse dann festhalten oder hinten sehen, ne? Genau. So, und. Tada! Yes! Sehr gut. So, ich habe dir das jetzt hier auf der Seite gesteckt. Und jetzt gehst du hin. Mal grad gucken. Guck mal hier. Hey, was? Oh, was? Warte, was? Das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist, ja, das ist schon eine Sache. Da trennt man doch gerne. Ja. Nur nicht mit Rauschkarten. Ja, den anderen mache ich das auch gerne, aber. Es gibt Arbeit, ne? Mehr Lieblingsbeschäftigung als auftrennen. So, ready. Aber die Stoff geht nicht kaputt damit. Nein, schneid mal einmal ab, bitte. Bravo. Wie war das noch mit dem bösen Blick? Meran, wie geht der böse Blick? Wer ist das? Ist es Susanne? Nein, ist nicht Susanne. Marion sagt das. Marion? Ja. Und dann musst du aber hier hinten die beiden Felden auch nochmal raustrennen. Das ist immer mit dem Schwarzen schwierig zu sehen. Dafür ist das Licht trotz Lampe ein bisschen schlecht. Ja, die kannst du sonst ein bisschen... Dann nochmal abschneiden, bitte. Anna, so viel Geduld. Wo liegt das? Susanne, melde dich da bei Sven. Ja? Sie macht den Fanshop. Es fehlen noch Kugelschreiber. Das ist auf jeden Fall noch auf meiner Liste. So, und jetzt drehen wir das auch. Einkaufsbeutel sind sehr gut. Kugelschreiber sind unterwegs. Kugelschreiber sind unterwegs. Yay! So, und jetzt machen wir die Fäden erstmal alle nach hinten. Und dann kannst du jetzt gleich wieder starten. Warte, die nehme ich raus. Aber jetzt hast du so reingelegt, ne? Jetzt habe ich den so reingelegt wie gerade, weil ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen einfacher. Ein bisschen runter. Und nähen. Jetzt hat er Blut geleckt. Jetzt aber. Jetzt muss ich meine Cover auch endlich mal aus dem Tiefschlaf erwachen. Ja, also man kann schon schöne Nähte damit machen. Man kann auch schöne Details damit machen. Und ich finde auch Negativapplikationen mit der Cover super. Dann muss man auch ein bisschen entsprechendes Garn haben. Also ich sag mal ein bisschen Bauschgarn, vielleicht verlaufendes Garn, damit da einfach auch schöne Effekte mit erzielt werden. Und was man mit der Cover auch machen kann, einfach nur mal mit der Kettnaht ein Teil zusammennähen, weil man kann es super aufnehmen, nur zum Probieren. Wenn ich mal ein Stichwort nur probieren möchte, ob es mir passt, nähe ich das gerade mit der Kettnaht zusammen oder auch bei einer Hose. Ist das super sinnvoll. Und dann kannst du es einfach auftrennen, ohne dass du große Schwierigkeiten hast. Ja, das ist doch gut. Angie schreibt gerade, ich muss jetzt Stoff bestellen gehen. Ja, dann viel Spaß. Und Reißverschluss bestellt schon. Sehr gut. Bin schon fertig. Stoff und Fanshop. Na, siehste. Ja, es gab Stift, auch. Stoffmarkierer, Bandmaster. Da gibt's noch einiges für den Fanshop, ne? Dass wir mal einen Fanshop haben werden, du. Auf der Seite bleibst an der Kante. Ja. Ja, da hast jetzt hier schon ein bisschen, da, siehst du? Da? Ja, ist rübergegangen. Okay. Ja, ich habe da meine Cover, die habe ich ja auch zu Hause stehen, aber noch steht sie noch gut. Und wurde noch nicht ausprobiert, aber das muss ich jetzt auch mal machen. Ja, und du hast ja die Deckstichmaschine, mit der du wirklich von beiden Seiten schönes Ergebnis hast. Ja, auf jeden Fall. Nadelkissen, also wir haben schon noch einige Sachen für Fanshop-Artikel. Und genau, also am besten Magnete. Ist... Magnete. Das auf jeden Fall. Und Kalzo. Da gibt's noch einiges. Und genau, die Bilder, die einfach nicht bitte einfach so nutzen... Nur mit Erlaubnis bitte, denn das ist ja mit Urheberrechts und sowas alles. Da einmal bitte an Svenja wenden oder so. Und dann, die werden aber auf jeden Fall noch kommen. Stoffe waren 5 Minuten nach Mitternacht fertig geschoppt. Ja, Annika. Danke eben, ja? Und ja, Sandra, Annika, wenn man das richtig macht, siehst du, dass das gut weggeht. Ja. Sehr gut. Ja, das weiß ich, Susanne, dass du vorher fragst. Wir gehen jetzt
Stoff shoppen. Uhuhu, aber erstmal musst du das fertig. Einmal anziehen. Ist fertig. Ist fertig. Du musst nur noch Fäden vernähen. Ich denke, Fäden vernähen weiß jeder, wie das geht. Nicht ziehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Das zeige ich dir gleich, aber ich glaube, jeder andere, der zuguckt, weiß, wie man Fäden vernäht. Ah ja, okay, das kann ich nicht. Das machen wir gleich. Okay. Und du kannst jetzt das T-Shirt anziehen und dann geben wir einen neuen Stoff. Aber bevor ich anziehe, ich möchte was machen. Ja? Genau, das machen wir alles noch fertig, sagen dann Bescheid. Sehr gut, sehr gut. Unsere Fanshop-Artikel wächst. Hast du Miran jetzt im Bild? Ja, Moment, ich. So, jetzt okay. Nicht mehr. Miran macht das super, ich bewundere seine Geduld auf jeden Fall. Hi, ach wie schön. Noch 15 Minuten Arbeit, dann nach Hause und fertig schauen. Genau. Nicht ziehen, auf keinen Fall. Nee, er wurde ja direkt Bescheid gesagt. Tada. Ja, sehr cool. Ja. Na, was sagst du? Ich bin begeistert. Ja? Ja, natürlich. Es ist echt toll geworden. Ja, und du hast deinen fertig. Und das nächste machst du mit langen Armen. Ui. 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 Genau, wir werden ja gleich noch einmal rumgehen mit Stoffe shoppen und dann schneiden wir noch Neues zu. Was sagst du? Ich lass das an. Du lässt das an, ja klar. So. Das ist sehr schön. Wird geklatscht. Wow, super gut. Dankeschön. Sieht klasse aus. Ich bin jetzt einfach froh, dass du es endlich anziehen kannst, weil das ist so ein toller Stoff. Ja. Das ist viel zu schade, wenn du den nicht anziehst. Ja, ja, ich wollte auch. Genau. Gut, dass du da bist. Ja. Kamillentreiber. Das steht dir sehr gut, Schatz. Dankeschön. Hat Svenja gesagt.